Meine Damen und Herren, Sie wissen vielleicht, die Routine erleichtert das Leben. Aber in der Routine stecken auch Gefahren, denn unter der Routine leidet oft die Vorsicht und die Achtsamkeit. Ein Fall aus Hamburg. Klaus Hörster, 27 Jahre alt, ist seit einem guten Jahr bei einem Hamburger Schmuckhandelshaus als Hausverwalter beschäftigt. Er hat sich aber nicht nur um das Haus selbst zu kümmern. Zu seinen Aufgaben gehören auch einige Tätigkeiten, die den Warenversand betreffen. Ich bin also soweit fertig, nicht? Da liegt sonst noch was an? Die Wertpakete sind aufgegeben. Ja, sicher. Also dann habe ich nichts mehr für Sie. Es ist sowieso gleich Feierabend. Ist das alles für die Filialen am Montag früh? Nee, einiges kommt schon noch dazu. Haben Sie an die Prospekte für den Jungfernstieg gedacht? Habe ich. Hier, kannst du sie gleich mitnehmen. Nee, lass mal. Die hole ich dann am Montag früh zusammen mit den anderen Sachen ab, ne? Vielleicht ist es aber nicht wieder so wie neulich. Ja, das Schmuckhaus unterhält in Hamburg drei Filialen, die nach einem festen Ritus dreimal in der Woche mit Waren und Werbematerial beliefert werden. Da der Transport am Montag früh sehr zeitig weggeht, wird jeweils am Freitagnachmittag die Lieferung zusammengestellt. Auch am Freitag, dem 9. Oktober 1987, ist das so. Am Montag, dem 12. Oktober 1987, kommt Klaus Hörster pünktlich um 8 Uhr morgens zum Dienst. Die anderen Mitarbeiter der Firma fangen erst eine Stunde später an. So wie jeden Montagmorgen verstaut der Hausverwalter zuerst die bereitgestellte Ware für die drei Filialen in die dafür vorgesehenen Container. Die verschlossenen Aluminiumkisten bleiben dann, wie üblich, im Lastenaufzug stehen, bis sich die Transportfirma meldet, die sie abholt. Die Transporte werden seit Jahren von der Spedition Schmitz durchgeführt. Und zwar jeweils zwischen 8.50 Uhr und 9 Uhr. Der Hausverwalter erwartet die Ankunft der Speditionsfirma stets in seinem Büro. An diesem Morgen läutet es bereits um 8.45 Uhr, ein paar Minuten früher als sonst. Ja, bitte. Schmidt. Okay, ich komme. Normalerweise benutzt die Spedition Schmitz einen japanischen Kleinbus für die Transporte der Schmuckfirma. Der Hausverwalter schöpft jedoch keinen Verdacht. In der Vergangenheit hat es schon ein paar Ausnahmen gegeben und die Container sind mit einem solchen Opel Rekord abgeholt worden. Ja, morgen. Wir sind heute ein bisschen früher dran wegen des schlechten Wetters. Ja, das machen wir jetzt, nicht? Auch der Umstand, dass er die Männer nicht kennt, macht ihn zunächst nicht weiter stutzig. Denn auch das Personal hatte gelegentlich gewechselt. Für ihn läuft die Übergabe der Container so wie immer ab. Wiedersehen. Tschüss. Obwohl der Hausverwalter eigentlich keinen Verdacht geschöpft hat, merkt er sich gewissermaßen automatisch das Kennzeichen des Opel Caravan. Auf dem Weg zurück ins Büro überfallen Klaus Hörster dann aber doch Zweifel, ob mit den beiden Männern alles stimmt.
Expedition Schmidt. Förster, Schmuckhandelshaus. Sagen Sie, was für einen Wagen haben Sie uns denn heute geschickt? Wieso haben? Wir fahren doch mal gerade erst los. Ja, aber das gibt's doch gar nicht. Sie haben doch noch den beigen Opel. Nö, den haben wir verkauft. Wir nehmen jetzt nur noch den japanischen Kleinbus. Verdammt. Mensch, ich Idiot. Die Zweifel des Hausverwalters sind zu spät gekommen. Die Täter waren mit Uhren und Schmuck im Wert von rund 500.000 Mark verschwunden. Der Opel Rekord wurde eine knappe Stunde nach der Tat aufgefunden, leer, wie Sie sich denken können. Von der Kripo Hamburg, bei uns im Studio, Kriminalhauptmeister Knack. Den Opel Rekord hatten die Täter einen Tag vor der Tat gestohlen. Da der Hausverwalter die Männer nur kurz gesehen hat, konnte er nur einen der beiden etwas näher beschreiben. Dieser Mann, der Wortführer, war etwa 30 Jahre alt, ca. 1,80 groß und schlank. Er hatte schwarzes, glattes Haar und trug einen Oberlippenbart. Von der Beute konnten bislang lediglich ein paar goldene Manschettenknöpfe sichergestellt werden. Es ist anzunehmen, dass auch der übrige Schmuck irgendwo zum Kauf angeboten worden ist. Wir möchten Ihnen deshalb drei recht auffällige Stücke zeigen. Diesen Armreif aus Gelb- und Weißgold, auf der Oberseite zwei auffällige Pantherköpfe, besetzt mit Brillanten und Onyx. Dieses Collier aus 750er Gelbgold, im Mittelteil zwei springende Panther, die einen Ring halten. Und schließlich diese Halskette, ebenfalls aus 750er Gelbgold, wiederum mit einem gestreckten Panther, als Auge einen Brillanten. Der Schmuck befand sich bekanntlich in drei relativ großen Aluminiumkisten, sogenannten Containern. Diese Metallbehälter, einen Meter lang und 50 Zentimeter hoch, sind bis heute nicht wieder aufgetaucht. Da man solche Kisten ja nicht einfach ungesehen verschwinden lassen kann, setzen wir auf diesen Ansatzpunkt besondere Hoffnung. Es ist sehr gut denkbar, dass einem Zuschauer eine solche Kiste nach der Tat im Oktober 1987 irgendwo aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Kripo in Hamburg, selbstverständlich neben aber auch alle anderen Polizeidienststellen sowie die Aufnahmestudios, deren Telefonnummern Sie hier sehen, Hinweise entgegen. Vielen Dank, Herr Knack.